Hallo und willkommen zurück zu House of Thousand Doors Family Secrets. So, wir müssen wiegen. Wiege 200 Gramm der gelben Steine ab, um einen Stein auf die Waage zu legen oder ihn wieder herunterzunehmen. Klicke ihn einfach an. Ja. Das ist zu viel. Dann nehmen wir den mal runter. Okay. Haben wir gemacht. Wunderbar. Was haben wir denn hier sonst noch? Wir können das Bild mal eben einsetzen. Vielen Dank. Nein. Das Geräusch voll süß. Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Wo war denn jetzt das Zimmer oben, ne? Ja, und hier muss das, glaube ich, hin. Können wir dann. Ja, vielen Dank. Muss das Ei da mit rein? Oder sehe ich das falsch? Ah, okay. Und das Ganze muss dann noch verrührt werden. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Goodie. Und dann haben wir hier noch einen Pinsel. Wunderbar. Was für ein hübsches Mädchen. Ich kann kaum glauben. Achso, ne, das hatten wir schon. Pinsel. Ich glaube, hier war was, ne? Tapete kann auch als Leinwand dienen. Ich kann alles, was ich will, darauf malen. Ja, okay. Machen wir so. Die Überraschungstür ist ja süß. Das Haus hat mich wieder überrascht. Als ich das Bild einer Tür auf die Tapete gemalt habe, verwandelt sie sich in eine echte Tür. Wo wird sie mich hinführen? Ich sterbe fast vor Neugierde. Okay. Ach. Okay, wir haben ja doch eine Karte. Habe ich nicht gesehen. Also ich habe auch nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ja, gut, sehr schön. Schön, dass ich das noch während des LPs hinbekomme, beziehungsweise entdecke. Konnte ich hier noch was mitnehmen? Nee. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe. Ja, das passt. Licht das? Oh. Kaputt gemacht und ein Schlüssel. Hier fehlt ein Bild. Okay, ich habe kein Bild. Was für eine wunderschöne Blume. Sie würde in einem Bild ganz prächtig aussehen. Ja. Was soll ich jetzt mit dieser Blume machen? Soll ich sie abschneiden? Hat das was mit diesem Bild hier zu tun? Nee. Ich glaube, da müssen wir eher ein anderes finden. Gut, wir gehen erstmal hier ran. Nagel, Mutter. Oh Gott, das sind aber viele versteckte Objekte. Flugzeug. Ein Rasiermesser mal wieder. Brennende Kerze, Kompass, Pinsel und ein Federball. Hier haben wir eine Schere. Weiß aber noch nicht, was ich schneiden soll. Hier haben wir Streichhölzer. Hier ist ein Federball. Und da ist eine Mutter. Und einen Löffel brauchen wir noch. Schwan. Damit kann ich soweit nichts anfangen. Kerze anzünden. Machen wir. Ist der Kompass.
Kreisel ist dazugekommen, Brosche und Glocke. Die ist damit nicht gemeint, aber die. Haben wir denn hier einen Kreisel da? Achso, eine Brosche hatten wir aber hier. Leiter. Einen Löffel haben wir hier. Paket. Habe ich hier noch irgendetwas übersehen? Jetzt fehlt uns noch der Nagel. Nee, aber anscheinend nicht. Ach! Hier. Und was bekomme ich? Eine Leiter. Ja, okay. Wir gehen erstmal hier rein. My poor daddy. He wanted to provide for us. So he agreed to do some work for a scary man. As my daddy started drawing the canvas, flames burst out from the painting. The fire burned up everything. My daddy's workshop, my toys, everything. There was no way out. I was scared and I started crying. At that moment, my face appeared on the canvas. Please help me, ma'am. I don't like being in this blackened house. And I want my daddy. Oh je. Okay. Oh Mensch, die arme Kleine. Ja. Ach, hier, wunderbar. Geschichte des Gemäldes. Amanda sagte, ihr Gesicht erschien auf dem Gemälde und dass ihr Abbild weinte. Dann kam plötzlich Feuer aus der Leinwand und verbrannte alles. Aber wie kann sie über das gleiche Bild sprechen? Das Mädchen auf dem Bild lächelt. Ich glaube, ich muss das Gemälde zerstören. Okay. Was ist das? Ein rundes Objekt fehlt. Ja. Die Maus, die schleppe ich auch schon Ewigkeiten mit mir rum, ne? So gefühlt. Ich habe einen Apfel. Nein, ist anscheinend nicht rund genug. Goodie. Dann. Ist das der Eingang zur... Was? Zur Hölle? Ich habe nie mittelalterliche Schnitzerei gemocht. Da wollte jemand ein Stillleben malen. Und das ist das Bild einer venezianischen Lagune. Solche Bilder kosten ein Vermögen. Aha. Weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung von. Kann ich hier schon malen? Fehlt mir noch was? Ach so, okay. Aber hier werde ich den Apfel los, richtig? Und die Blume. Und da fehlt aber auch noch etwas. So, hier haben wir jetzt noch einen Schlüssel. Hier haben wir noch ein Objekt. Haben wir hier denn auch noch irgendwo ein Objekt? Vielleicht können wir hier die Leiter ranmachen. Okay, da können wir wieder suchen. Eine Taste. Sie brechen unsere Vereinbarung. Sie haben 2 Tage Zeit, das Bild bei mir abzuliefern. Wenn Sie es nicht in der vorgegebenen Zeit restaurieren, werde ich Sie nicht nur nicht bezahlen, sondern ich übergebe die Sache auch noch meinem Rechtsanwalt. Ah ja, okay. Es sieht so aus, als hätte sich der Künstler, der hier lebte, von Essensresten ernährt. Er muss arm gewesen sein. Gut, gut, gut. Okay, eine Sanduhr, die wir entfernen müssen. Ich habe nichts zu entfernen. Ich habe ein Messer, aber ich glaube, das geht nicht. Was haben wir denn hier sonst noch? Hier ist noch eine Taste. Passt der Schlüssel dafür? Ein Mühlenrad. Oh. Okay. nee, ich will das lesen.
22. Juni. Ich habe den ganzen Tag in der Galerie verbracht, aber leider nichts verkauft. Ich hatte keinen einzigen ernstzunehmenden Kunden, nur Schaulustige und Studenten ohne einen Cent in der Tasche. Noch ein paar solche Tage und wir müssen Bankrott anmelden. 23. Juni. Meine liebe Tochter hat mich gebeten, eine Schüssel mit Obst für sie zu malen. Ah, okay. Juliette ist meine einzige Freude im Leben. Aber sie versteht nicht, dass die Leute solche Gemälde nicht kaufen. Ich kann meiner Tochter aber nichts abschlagen. Oh. Okay, sehr schön. 24. Juni. Meine Hände zittern noch. Ein maskierter Fremder in einem schwarzen Anzug kam heute in die Galerie. Der Mann bestellte ein Gemälde von einem Mädchen, das weint, und gab mir die Leinwand dafür. Warum sollte er so ein trauriges Porträt wollen? Wer betrachtet gerne ein weinendes Kind? Ich denke, das geht mich nichts an. Ich bin nur froh, dass wir dann genug Geld für Essen und Miete haben. 30. Juni. Werde ich verrückt? Juliette weigert sich, für das Gemälde zu posieren. Und wenn ich ein fröhliches Gesicht auf der Leinwand gemalt habe, verschwand die Farbe wie von Geisterhand. Meine Tochter ist sehr glücklich und weint fast nie. Ich schätze, ich muss das Gemälde aus dem Gedächtnis zeichnen. Ah, okay. Gut. Und hier können wir suchen. Ägyptische Figur, Buchstabe H, Gemälde, Karte, Fass, Uhr, Schlange und ein Löwe. Ha, den finden wir diesmal zuerst. Sehr schön. das war ja letztes Mal doch ein kleiner Akt. Ah, das bekommen wir bestimmt gleich. Was ist hier? Es sieht so aus, als würde hinter der Wand etwas versteckt sein. Spielzeugauto. Das ist das H. Oh, diese ganzen Geräusche hier, ne? Dieses Haus hier zerfällt. Oh, da können wir reingucken. Was brauchen wir denn? Ein Pfeil. Ich habe, glaube ich, gar nichts hier, oder? Doch, da. Ach, das soll der Pfeil sein. Okay. Da ist die ägyptische Figur. Dartpfeil, Telefon. Das ist ein Schnuller. Ich glaube zumindest, da ist der Dartpfeil. Da ist das Telefon und ein Spielzeugauto haben wir hier. Ja, mit dem Bild könnte ich mir schon denken, was wir machen sollen. Finde sie Sachen, die auf beiden Bildern gleich sind. Ganz genau. Ich finde, es ist so ein typisches 5BN-Rätsel. Also, ne, das Spiel ist ja von 5BN entwickelt worden. Also dieselben Macher wie von Lost Lands, Darkness and Flame. Und noch diverse andere. Die hier ist gleich. Und das Rätsel ist mir schon öfter in deren Spielen begegnet. Hier ist eine Schleife. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hier. Das hier. 8, 9. Nee. Aber ist das nicht? Doch. Ach, hier unten ist ja angezeigt. Da fehlt uns aber noch ein bisschen mehr. Weiß ich nicht, kann man den Mensch als gleich werten? Das ist ein anderer Mensch. Da ist ein Schmetterling. Hier haben wir noch eine Flasche. Und jetzt fehlt uns nur noch einer. Der letzte ist immer der schlimmste, finde ich.
Oh, die Wolken lassen sich aber nicht so gut vergleichen. Ich weiß auch gar nicht, aber das Gebäude hier. Nee. Und der Mensch wird es auch nicht sein. Also sie stehen zwar ungefähr an derselben Stelle, aber sie sehen ja nicht gleich aus. Oh Gott. Ach, wo ist denn hier noch was? Nee, hier ist nichts. Wir sind zwar auf Wolken. Aber die kann man halt so schlecht erkennen. Und das Boot an sich? Nee, der Fisch war das. Okay. Das war Zufall. Okay. Feuerkugel. Oh Gott, was fange ich denn mit der Feuerkugel an? Wir gehen erstmal zurück. Weil hier können wir die nämlich schon mal einsetzen. Nee, ich wollte raus. Feuerkugel weiß ich jetzt gar nicht. Und hier können wir noch ein Bild einsetzen. Mühlenrad. Was mache ich denn mit dem Mühlenrad? War noch irgendwas in der Küche? Das Buch haben wir auch noch nicht, ne? Da müssen wir noch das Feuer löschen. Das haben wir auch immer noch nicht. Und hier fehlt uns ein Schlüssel. Das wird wahrscheinlich eher erst zum Schluss kommen. Da haben wir auch noch ein Rätsel. Aber Mühlenrad? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, wollte ich gar nicht hin. Wollte wieder zurück. Sehr gut. Okay. Das Bild einsetzen. Eigentlich könnte ich mit den Bildern auch immer warten, bis ich genug gesammelt habe und irgendwann nicht mehr weiterkomme, weil ich dann ja irgendeinen Schlüssel brauche oder sowas. Aber naja, was weg ist, ist weg. Geht sofort weiter, ich habe was getrunken. Was für einen haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, der letzte, ne? Ah, okay, das ist für den Käfig. Gemälde überdauert mehrere Brände. Das Gemälde, das weinende Mädchen, hat einen neuen Besitzer. Die Leute behaupten, dass das Porträt verflucht ist. Jedes Haus, in dem es aufgehängt wurde, ist aus unerklärlichen Gründen in Flammen aufgegangen. Die Feuer haben bereits zwei private Kunstsammlungen und den Lagerraum der Piazzi-Galerie, okay, zerstört. Das Seltsame dabei ist, dass das Bild jedes Inferno unbeschadet überstanden hat und so, als ob es verzaubert wäre. Der Wert des Gemäldes hat sich mit jedem Feuer gesteigert. Ja, das glaube ich. Da ist noch eine Flasche. Ist sie nicht für mich? Nö, anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir hier ran. Chilischote. Eine Chilischote hatten wir hier drin. Die habe ich schon gesehen. Würste hatten wir hier. Ein Elefant haben wir da. Ein Apfel. Ist kein Apfel. Apfel haben wir hier. Hier ist ein Teller. Der ist kaputt. Ich brauche Leim. Nehmen wir doch den. Okay. Lorbeerkranz haben wir hier. Ein Football haben wir hier. Fisch? Da, okay, gut. Ein Bumerang.
Haben wir hier. Ne, das war. Aber Kiwi hatte ich auch schon gesehen. Ne, das war die Tanne. Was ist denn hier ein Blatt da? Blatt, Säge, Feuer, Knoblauch. Nein. Ein Haker hätte ich gerne noch. Wo ist denn die Haker? Da, da. Okay. Eine Säge. Vielleicht, wir können den Vogel jetzt erstmal hier einsetzen. Mhm. Das ist bestimmt hierfür. Nein, nicht die Säge. Säge gucken wir auch gleich. Aber hier fehlt uns noch eine Taste. Bringt sowieso erstmal nichts. Nur wo war das denn jetzt? Ja. Ich weiß gerade nicht genau, was ich mit der Sanduhr soll. Gut, dann suchen wir erstmal. Da brauchen wir einen Schmetterling. Ein Dollarschein. Garn, Schwalbe, Speer, Pfotenabdruck. Hier haben wir irgendwas. Müssen wir nochmal gucken. Ahornblatt und Sägeblatt. Ups. Ne, warte mal. Hier ist doch ein... Ach, das Klebeband. Okay, alles klar. Haben wir hier irgendwie... Das ist das Garn. Hier haben wir den Dollarschein. Da ist der Schmetterling. Was ist denn hier ein Pfotenabdruck? Sägeblatt. Speer haben wir hier. Stethoskop. Sehe ich ein Plüschtier, also ein Hund. Ach, da oben ist der Pfotenabdruck. Okay, Gondel und Muschel. Was denn für eine Gondel? Was ist denn mit der Gondel gemeint? Und eine Muschel. Muscheln, die sind immer so blöde zu erkennen. Mecker, mecker. Habe ich hier unten denn noch irgendetwas? Nö. Ach, da hinten ist die Muschel. So. Und eine Gondel. Was soll das hier eigentlich sein? Sieht aus wie ein Toaster. Ach. Objekte in den Stillleben fehlen. Ah, die Sanduhr gehört da auch noch hin. Okay. Okay, alles klar. Das machen wir aber im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.